So, ihr Lieben, Christian Schmeier, Psychologe und auch früher Teambuilder. Und genau, wir reden heute mal wieder, ich wag's mal wieder zu reden über Steppen vs. Wald. Hui, was war da los, dass ich da ein Video zu gemacht habe? Aber wir machen mal einfach weiter. Ich wollte auch mal ein paar Fragen eingehen und auch auf die aktuelle gruppendynamische Situation in Folge 3. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich auf YouTube hier als... ich sage immer, ich habe eigentlich immer alles gemacht mit mehr als einer Person. Also ich bin hier hauptsächlich so als Paartherapeut, Dating-Coach. Aber früher habe ich tatsächlich viele Jahre als Teambuilder gearbeitet, für hunderte Unternehmen, auch viele DAX-Unternehmen und Outdoor-Teamleadings gemacht. Also ich habe jetzt keine Survival-Erfahrung, aber ich habe tatsächlich, ja, also ich kann schon alles ein bisschen. Ich kann Hochseilstationen bauen. Wir haben Wandklettern, Segeln, ganz viele urbane Rallyes, haben so eine eigene App gehabt. Oder gibt es auch noch iRally, habe ich jetzt aber schon lange nicht mehr gemacht. Findet ihr auf alstertal-coaching.de, wenn euch das interessiert. Aber gut, gehen wir mal hier zurück zu Seven vs. Wild und der aktuellen Gruppensituation. Da kam erstmal eine Frage, weil was viele, glaube ich, immer so erwarten, ist, dass man so eine Gruppe analysiert, so nach Alpha, Omega, also so, so Typen, ne? Wer ist der Alpha, wer ist der Beta? Das ist natürlich auch ein bisschen so eine Ego-Geschichte, sag ich mal, was wir eigentlich gerade nicht haben wollen bei einer gut funktionierenden Gruppe. Ich lese mal eine Frage dazu vor. Joe Vogel hat vor kurzem auf seinem Kanal vor ein paar Wochen ein kurzes Video zum rangdynamischen Positionsmodell nach Raoul Schindler gepostet, bezogen auf Seven vs. Wild. Da gibt es wohl diese ganzen Begriffe Alpha, Beta, Gamma. Also Alpha, gibt es auch verschiedene Definitionen, aber Alpha ist ja eigentlich klar. Gamma sind, glaube ich, so die Arbeitsbienen. Omega ist halt so untere Rangordnung und Beta, ja, so Personen, die so zuarbeiten sollen, dem Alpha. Ich meine, man möchte ja eigentlich gar nicht in diesen Positionen sein. Das ist ja auch schon das erste Problem. Und er hat darüber wohl ein Buch geschrieben. Würde ich mich interessieren, über dieses Video meine zweite Meinung zu hören. Also, ich gucke jetzt nicht noch die ganze Sekundärliteratur. Also, ich beziehe mich jetzt, was ich hier sehe. Das haben wir immer gemacht. Und ich will mal ein bisschen ausholen, was wir mal wollen, wenn wir da Teams haben, dass die gut funktionieren. Und das ist keine... das ist keine Diktatorgeschichte, ne? Teams, wo es so ein, ich komme jetzt gleich nochmal zurück zu Seven vs. Wild, aber wo es so einen Diktator gibt, die funktionieren natürlich nicht gut, ne? Also du brauchst, das ist auch vielleicht so ein bisschen so eine Ambivalenz, du brauchst ein Team, was dich strukturiert, also es müssen Rollen eingenommen werden. Das ist aber trotzdem eine Entscheidung der Gruppe, dass diese Positionen quasi auf Zeit vergeben werden. Natürlich gibt es dann auch noch hierarchische Geschichten, weil halt der eine so vom Arbeitszusammenhang dem anderen übergeordnet ist. Aber das lassen wir mal außen vor. Das heißt, so eine sich selbst organisierende Gruppe, die sollte eine Struktur haben, die sollte auch einen Leiter oder eine Leiterin haben. Aber das ist eine Momentaufnahme, ne? Wie gesagt, für denjenigen, der gerade am besten leiten kann, weil er vielleicht gerade da die meiste Ahnung hat oder gut strukturieren kann, aber das ist eine dienende Position, also du dienst der Gruppe, also du machst da nicht den Zampano und sagst, ich bin jetzt der Alpha und wenn ihr mich hier wegkriegen wollt, dann mich Silber rücken, da muss schon einer hierher kommen und mich herausfordern und dann im Kampf werde ich dann niedergerungen oder auch nicht, nee, das ist eine dienende Position, wo du, wie alle, also alle müssen eigentlich ihr Ego in einer gut funktionierenden Gruppe, müssen alle ihr Ego beiseite stellen und müssen sagen, so, ich stelle mich jetzt in den Dienst der Gruppe, weil das letztlich für uns alle das Beste ist, so, ne? Und wenn das dann halt heißt, ich habe gerade keine coole Idee, dann lässt man sich halt führen. Wenn man eine coole Idee hat, dann geht man nach vorne und sagt, ich glaube, ich habe eine bessere Idee, ne? Können wir darüber diskutieren oder ich würde das gerne übernehmen, ne? Also das Wichtige ist eigentlich nicht die aktuelle Rolle, sondern dass man sich permanent einbringt und immer wach ist und ja, seine Energien halt einbringt. Und wie gesagt, in so einer selbstorganisierenden Gruppe sollten die Rollen, die sollten auch sich wechseln, weil du kannst nicht von allem eine Ahnung haben. Vielleicht hast du von allen Survival-Sachen eine Ahnung, weil vielleicht ist ja gerade ein anderer Konflikt gerade, wo es vielleicht Leute gibt, die können Konflikte besser lösen. So, das sind Rollen, die sollten eben auch nicht so festgeschrieben sein. Und ist ja auch so eine Tendenz in der Psychologie, dass, also natürlich, wenn du jetzt zu Zeitpunkt X so eine Gruppe anguckst, natürlich kannst du da jetzt Leute benennen,
Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in so einer Situation oder auch stellt euch mal vor, wenn wir da mit Gruppen arbeiten, meinst du, wir gehen da ran und sagen, du bist jetzt der Omega, du bist die Arbeitsbiene. Das will ja keiner hören. Das ist auch kein Modell, was irgendwie, manchmal sagen, was irgendwie bestätigend ist oder was wo man Bock hat, drin zu sein. Das will man ja gar nicht. Man will ja gar nicht in diese Rollen rein, so, ne? Klar, man denkt, also Joe Vogel denkt jetzt vielleicht, ich bin der coole Alpha und ich habe so die Ahnung und da kommen wir gleich nochmal zu, ich bin so der Macker, ne? Aber das sieht man auch schon, dass es in der Gruppe Oppositionen gibt, so dagegen. Also jetzt am dritten oder als in der dritten Folge vielleicht jetzt nicht ganz so viel, aber kann ja noch kommen wieder. Und das sind alles die Sachen, die wir ja nicht wollen. Wir wollen nicht so, dass sich jemand so nach vorne setzt und einfach das Kommando übernimmt, obwohl es die Gruppe ihm eigentlich noch nicht gegeben hat. Das kann funktionieren, also es ist auch alles imperfekt, ne, wie so eine Gruppe sich strukturiert. Wir reden ja nur darüber, was passiert da, wo kann man da ansetzen? Nicht, dass irgendjemand jetzt was falsch macht, weil die Kamera fokussiert wieder nicht, dass irgendjemand irgendwas falsch macht oder so. Darum, das ist eine total stressige Situation und je mehr Stress es gibt, deswegen haben in Teamlinks induziert man ja extra Stress, ne? Um zu gucken, wie die Gruppe dann funktioniert. Je mehr Stress ist, umso mehr fällt man in auch, soll ich mal sagen, vom Charakter her vorgegebene Rollen rein und wird oft unflexibel so, ne? Aber also dafür, dass die so eine eigentlich krasse Situation haben, finde ich, muss man schon sagen, hat die Gruppe jetzt erstmal die erste Nacht eigentlich ganz gut überstanden und jetzt am zweiten Tag ist natürlich auch jetzt einfacher. Jetzt wird halt da am Flugzeug gebaut, dann sieht man einen Fortschritt. Das hebt die Psyche erstmal wieder. Aber wie gesagt, wir kommen gleich noch zur aktuellen Gruppe. Aber das ist ja, also mit Alpha, Beta, Omega, also für mich, das ist dieses altmodisch, wir müssen immer Begriffe finden, wir müssen immer den, wir brauchen immer so Labels. Das ist eigentlich so out in der Psychologie, ne? Also man arbeitet immer weniger mit Labels, sondern mit Zustandsbeschreibung zu Zeitpunkt X, ne? Weil das einfach der komplexen Psyche des Menschen mehr gerecht wird, als zu sagen, ja, du bist jetzt der Omega. Du bist jetzt vielleicht in der Gruppe, bist du vielleicht in der Hierarchie nicht so oben, dafür kannst du in einer anderen Gruppe, bist du vielleicht in einer ganz anderen Position. Und vielleicht bist du auch am nächsten Tag schon in einer ganz anderen Position, ne? Aber wie gesagt, ich finde diese Beschreibung immer ein bisschen einengt, weil du kannst auch ganz andere Beschreibungen finden. Du kannst auch eine Beschreibung finden, was weiß ich, der Querulant oder der Außenseiter oder ich weiß noch, wir hatten damals, ich finde das immer spannend, wie sie zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr Elternabende kennt, wie sich so ein Elternabend, da sieht man auch, wie eine Gruppe sich bildet. Da gibt es ja auch immer eine Person, die so querulatorische Fragen stellt. Also wenn alle schon nach Hause gehen wollen, gibt es immer eine Person, die da noch irgendwie eine nervige Frage stellt. Aber das ist eben auch unter Umständen eine wichtige Position, weil die vielleicht Sachen einbringt, die die Gruppe vorher nicht beachtet hat. So. Und vor allen Dingen, wenn man denkt dann vielleicht, ja, wenn die Person jetzt rausgeht, dann haben wir diese nervigen Fragen nicht mehr. Aber das ist ja wirklich das Interessante an Gruppen, dass die Positionen immer wieder neu besetzt werden. Das heißt, wenn du jetzt so ein Elternteil, sagen wir mal, verlässt die Schule, kommt ein neuer Elternteil, dann übernimmt jemand anders in der Gruppe korrelatorische Fragen zu stellen am Ende des Elternabends. Das ist verrückt, ne? Das ist ja dann nicht vorbei so. Von daher, ja, man kann Labels finden, aber ich finde, da passen auf jede Gruppe passen eigentlich andere Labels, die auch nicht so stigmatisierend sind wie diese. Von daher, diese ganzen, das ist auch so ein bisschen wie mit Riemann, Grundformen der Angst, das sind so, ich weiß gar nicht, von wann dieses Buch sind, aber es sind häufig so uralt Konzepte, die da so gerade zu so Laienpsychologen gerne mal wieder rauskramen, die aber aktueller Psychologie vielleicht nicht immer so wahnsinnig viel zu tun haben. Obwohl das jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nicht grundsätzlich falsch. Du kannst natürlich, wie gesagt, Gruppen strukturieren sich und du kannst dafür Namen finden. So, das mal vorab. Dann wollte ich auch nochmal sagen, also wie gesagt, ich habe jetzt sehr begrenzte Fallerfahrung. Das ist ja gerade das Ding. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was richtig ist. Schon gar nicht von hier, von meinem Schreibtisch aus. Aber wie gesagt, ich kann sehen, ob Gruppen gut funktionieren oder nicht. Und welche Lösung dann die Gruppe findet, das weiß ja keiner vorher, ne? Also wie gesagt, wenn eine Gruppe gut arbeitet, findet sie die besten Lösungen, wo vielleicht keiner vorher dran gedacht hat. Deswegen haben wir immer Gruppen trainiert mit Aufgaben, von denen keiner eine Ahnung hatte, um denen zu zeigen, selbst bei Sachen, von denen ihr keine Ahnung habt, könnt ihr, wenn ihr als Gruppe zusammenarbeitet, das beste Ergebnis erzielen. So, ne? Gut, das mal so dafür. Jetzt haben wir natürlich dieser Joe Vogel, wenn ich das so richtig verstanden habe, der, glaube ich, auch immer das kritisiert, wie die das vorher gemacht haben.
Wie gesagt, ich finde schon, dass er, also er bringt ja viel für die, scheinbar und auch real sicherlich bringt er viel für die Gruppe, ne? Also er macht ganz viel, er regt viel an. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob die im guten Zustand sind an Tag 2, jetzt aber immerhin haben die dieses Flugzeug da irgendwie abgedichtet. Die Gruppe arbeitet einigermaßen zusammen, bis auf Ausnahmen, kommen wir gleich noch zu. Alle sind so einigermaßen happy, weil es vorangeht. Das Feuer ist an. Und ja, herrscht eigentlich eine relativ okay Stimmung, sage ich mal. Ich kann trotzdem verstehen, und das geht mir auch so ein bisschen so, warum viele diese Rolle von dem Joe Vogel schwierig finden, weil er kommt halt sehr aus dem Ego. So. Also er wirkt sehr im Ego. Also man sieht so richtig, so jetzt zeige ich es denen mal. Und wenn er auch noch so ein Buch, was ich schon echt wirklich peak unangenehm finde, dass er dann auch noch so ein Buch drüber schreibt. Vor allen Dingen, man ist ja klar, welche Rolle er sich zuweist. Und so funktioniert es halt nicht. Du kannst nicht einfach in eine Gruppe gehen und sagen, ich bin jetzt der Alpha. So, ne? Und ihr seid die Arbeitsbienen und funktioniert mal. Das ist, wie gesagt, du stellst dich in den Dienst einer Gruppe. Das heißt aber auch, dass du bereit bist, diese Führerrolle jederzeit aufzugeben. Und das heißt vor allen Dingen, dass du der ganzen Gruppe dienst und nicht nur den Mädchen in der Gruppe so oder den Frauen. Weil was er ja macht, das ist halt sehr spaltend auch. Ich nehme mal so dieses Beispiel, er holt da dieses, sucht da irgendwelche Blätter, die man als Klopapier benutzen kann, kommt dann wieder und sagt, hallo, hallo Mädels, für euch, für die Frauen habe ich jetzt das Klopapier gesammelt, aber die Männer müssen sich das selber holen, ne? So, was soll das? Also, ne, also das finde ich, also das ist so ein, kommt mir vor, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wie so ein Typ, den ich oft sehe im Alltag, was mich tierisch aufregt als Mann. Wenn du so auf Männer triffst, wo du genau weißt, die wollen einfach die Frauen in der Gruppe beeindrucken, das ist denen eigentlich scheißegal, wie die Männer die finden oder ob sie jetzt der Gruppe dienen, die wollen einfach cool dastehen und vor allen Dingen bei Frauen cool dastehen und Männer werden komplett wegignoriert. Und so kommt er mir halt auch vor und die Frauen steigen halt auch komplett drauf ein und oh, Joe und toll und wo ich, glaube ich, als Mann, sage ich ganz ehrlich, würde abkotzen. weil, und er kommt ja auch relativ schnippisch rüber, das heißt, du merkst auch, was auch nicht gut ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich in der Gruppe wäre, würde ich mir auch überlegen, so, was sagt man denn jetzt, weil du würdest garantiert, wenn du das jetzt ansprechen würdest, ja, also da würdest du keine Freude mit bei ihm machen, ne? Ich glaube, da könnte er auch, könnte mir vorstellen, auch mal irgendwie unangenehm reagieren und dann gibt's, ne, so das. Und das ist, glaube ich, das den Eindruck haben schon ja wahrscheinlich viele, dass er, ja, halt da, ja, sehr aus dem Ego agiert und wie gesagt, das finde ich auch irgendwo dann doch wieder ein bisschen spaltend ist. Wie gesagt, das ist alles jetzt noch so im Rahmen, ne? Und was ich auch höchst unangenehm fand, wie er den Let's Who oder so, wo der dann sagt, ihm ist langweilig. Ja, also erstmal, also warum ihm langweilig ist, komme ich gleich nochmal zu, aber er sagt einfach, und das ist, was man jedes Gruppenmitglied eigentlich machen soll. Ne? Es soll sagen, wo es gerade steht. Ne? Weil nur wenn du sozusagen, deswegen machen wir auch immer diese eigentlich, was die alles nicht machen, wie gesagt, die sind ja auch nicht ausgebildet und die sollen ja auch gar nicht zwingend als Gruppe arbeiten, aber machst du so Blitzlichter, dass jeder sich einbringen kann, wo er gerade steht, ne? Also er, das ist wie so ein Blitzlicht, er sagt, mir geht's gerade nicht so gut, ich komme mit dieser, und das ist ja nun mal seine Realität, ich komme mit dieser Langeweile hier nicht klar. Und dann antwortet er wie so ein alter Kriegsveteran, Opi, sagt er dann, wie viele Leute würden wohl so sterben, oder ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber so, damit sie in dieser Show sein könnten und dir ist langweilig. Ja, was ist das? Also es ist so ein totaler Operspruch, wo du dich abgekanzelt, wie gesagt, ich finde, er geht, die Frauen werden da mit das Klopapier gebracht er wird so abgekanzelt, weil er ein Mann ist auch irgendwo, denke ich. Und trotzdem hochinteressant, das von dem muss ich auch sagen. Achso, und was dann ja auch passiert, ist, dass Let's Hook ist, bringt er sich in die Gruppe ein, wird abgekanzelt. Was macht er dann? Er sondert sich ab. So, ne? Das ist nicht genau, was passiert und was wir nicht haben wollen. Er sondert sich ab und ihm geht es auch wirklich nicht gut. Ne? Also das kann man natürlich drüber, ich meine, ich finde, da steht niemandem zu, darüber zu lachen. Wie kann dem langweilig sein? Ja, ich meine, das ist schon eine psychisch sehr krasse Situation und wenn du das Gefühl hast, du kannst auch gerade nicht so beitragen, das ist ja eine Realität dann so, ne? Und aber trotzdem wirft es natürlich auch ein Schlaglicht, deswegen interessiert, glaube ich, viele diese Rolle auch, auf ja, diese Social Media Generationen, die, weiß ich nicht, womöglich ihre Dopaminrezeptoren da komplett
ausgeballert hat. Und dann, das ist genau, was dann entsteht, ne? Diese, wenn dann sozusagen diese Reize weggehen von vielleicht ganzen Tag Handykonsum streamen, was weiß ich, was ich jetzt überhaupt nicht bewerten will, ne? Aber ist halt so, wenn es dann weggeht, höchstgradig unangenehm so, ne? Und wie gesagt, vielleicht hat er auch noch Charakter, ist ja charakterlich oder psychisch auch noch so aufgestellt, dass er vielleicht noch besonders so ein Dopamindefizit dann hat, weiß ich nicht. Aber so ist das dann und das kann nichts, das ist für ihn jetzt in diesem Moment, kann man natürlich drüber lachen oder sagen, ja, Generation Alpha oder was auch immer, ich lach mich tot und oder ja. Aber es ist die Realität, mit der er da gerade umgehen muss, so. Und er fühlt sich scheinbar nicht gehört in der Gruppe und vielleicht verschließt er sich auch ein bisschen selber aus, ne? Ja, und jetzt kommt dann noch jemand, stell dir mal vor, da kommt da jetzt noch jemand her, ja, du bist der Omega, das fühlt sich natürlich, so funktioniert es halt nicht. Also der, wenn man von sowas wie Omega redet, dann zeigt eben einer in der Gruppe, der sich auch so rauszieht, zeigt eben, dass in der Gruppe nicht alles besprochen wird, weil sonst, oder auch nicht alles einen Platz haben darf, sonst bräuchte er nicht rausziehen. Also das heißt, er wirft auch ein Schlaglicht drauf, dass es Sachen gibt, die eben nicht thematisiert werden. Und er nimmt in dem Moment seine Energie aus der Gruppe raus. Und das schadet der Gruppe vielleicht jetzt nicht akut, aber auf die Dauer schadet sowas in der Gruppe, ne? Und das, diesem Stefan Hinkelmann, da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen. Also wenn der jetzt, der scheint ja auch so Peak-Survival-Erfahrung zu haben, wenn ich das hier richtig sehe. Wenn der jetzt eine andere Meinung hat als der Joe und sich nicht einbringt, dann zieht er Energie aus der Gruppe raus, ne? Natürlich kann er, darf er, ist ja auch so vorgesehen, darf er sein eigenes Ding machen. Ich will nur sagen, mich interessiert halt so die Gruppendynamik. Ja, dann kann er natürlich, wie gesagt, bringt er sein Wissen nicht in die Gruppe ein. Und wenn, aber wie gesagt, der Joe, also so wie das auch rüberkommt, weiß nicht, wie ihr das nennen wollt, Alpha oder keine Ahnung. Man, ich glaube schon, dass man merkt, dass die, also Männer auch merken, also wenn ich jetzt hier groß Widerspruch mache, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Bisher gibt es natürlich auch nicht, vielleicht auch nicht so viel Grund für Widerspruch, weil es ja, ist natürlich auch mal schwer, irgendwas zu bemängeln, wenn es scheinbar gerade läuft. Ob es dann wirklich läuft, wird man jetzt in der nächsten Nacht sehen, ob das so hinhaut mit dem Feuer, ob das mit dem Rauch hinhaut, werden wir sehen. Und vielleicht ist es ja auch gerade so die beste Lösung. Aber ja, also das war jetzt ja auch eine relativ ruhige Folge. Deswegen gucken wir uns ruhig mal an, was ich ganz spannend finde, ist ein anderes Gruppenkonzept. Das ist so diese Teamentwicklungsuhr. Gibt es auch schon lange, aber das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und zwar gibt es auf dieser Uhr so 4 Zeigerstellungen. Und die heißen, muss ich mir gerade überlegen, Forming, Norming, Performing und dann Recalibration, sowas in der Richtung. Was heißt das? Also Forming heißt, also es heißt, es gibt immer so Phasen, durch die eine Gruppe durchgeht und auch immer wieder vom Neuen so, ne? Und die erste Phase ist Forming, das heißt eine Gruppe, man kennt sich nicht, man kommt zusammen. Das ist eigentlich eine typische Forming-Phase, die wir jetzt hier sehen. Und was passiert dann? Jeder guckt erstmal, jeder ist erstmal so ein bisschen zurückhaltend, außer vielleicht schon. Man guckt so ein bisschen, was wird hier eigentlich gespielt und man verhält sich auch sozial angepasst. So mögliche Konflikte werden entweder so in, wie man es immer so nennt, Kaffeemaschinengespräche, die es natürlich auch nicht gibt, also so in Randgesprächen gemacht, wo man vielleicht, der Joe ist aber schon schwierig und weiß ich nicht. Aber es wird nicht offen ausgesprochen, so. Also Konflikte werden unter den Teppich gekehrt und jeder guckt erstmal, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ganz Normales, ne? Das ist nicht irgendwie problematisch oder so, sondern jeder guckt erstmal, was eigentlich Phase ist, ne? Und so wie das jetzt aussieht, ist die Gruppe nach wie vor in der Norming-Phase, weil danach kommt die Storming-Phase. Storming ist, Konflikte brechen auf. Es gibt Trara in der Gruppe, ist jetzt bei Gruppen, die mehrere Tage zusammen sind. Ich finde das jetzt, wie gesagt, schwer zu sagen, wenn man da unter solchen Bedingungen im Outback ist. Aber normalerweise treten die so ab dritten Tag auf, so, ne, Storming, weil so bis 2 Tage kann man sich immer noch gut zusammenreißen. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber meist kommt dann eine Storming-Phase so, ne? Und je mehr Konflikte, umso mehr Storming. Und dann sollte sich halt eine performende Gruppe sollte sich aus dieser Storming-Phase dann Regeln bilden und dann in die Performing-Phase übergehen, wo die Gruppe dann optimal funktionieren soll. Und danach, Recalibration heißt halt, dass sobald wieder neue
Sachen auftreten, jemand kommt dazu in eine Gruppe, jemand verlässt die Gruppe oder andere krasse Dinge passieren, sag mal so, dass der gleiche Prozess dann eben von vorne durchlaufen wird. So können wir mal gucken, ob wir das sehen, aber das wäre halt auch ein spannendes Thema. Ja, also ich würde auf jeden Fall auf Konflikten sitzen, da in der Gruppe, da bin ich mir ganz sicher. Also mir wird dieser Joe richtig auf den Sack gehen. Ich hätte aber auch, womöglich wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, was zu sagen, weil ich denke, mir fehlen ja auch die Erfahrungen und weil man will sich jetzt auch nicht einfach einen Konflikt generieren, ohne dass man irgendwie irgendwas in der Tasche hat, sage ich mal. Andererseits, das zeigt genau das Problem, dass er die Gruppe schon auf eine Art führt und sie sich auch führen lassen. Ne? Das muss man immer wieder sagen, es gibt immer einen Tuer und einen Lasser, deswegen manche wollen ja auch mal so, dass man immer so Leute so abkanzelt, der und der ist so und so. Und ja, aber es gibt auch immer Leute, und wenn man nichts sagt, muss man sich auch sagen, also das ist so mein Konzept immer, jeder hat eine scheiß Verantwortung in der Gruppe, ne? Wenn du nichts sagst, dann sagst du nichts so, ne? Und wenn du dann dich jemand auf den Geist geht und die Entscheidung triffst, es nicht anzusprechen, ja, dann lebt damit so, ne? Und wenn du eben nicht damit leben willst, dann sprich es an, anstatt Leute so zu labeln. Sondern, wie gesagt, jeder hat eine Verantwortung. Das ist immer mein Teamkonzept. Jeder kann sich einbringen und jeder ist ein wertvolles Mitglied des Teams und jeder sollte 100% gerade in solchen Situationen an Bord sein, so, ne? Und, aber wie gesagt, aber hat auch jemand geschrieben, die sind ja auch kompetitiv, also die müssen ja gar keine Gruppe bilden. Ja, es macht natürlich Sinn, wenn man da gut überleben will, eine Gruppe zu bilden, muss natürlich keiner. Aber wie gesagt, ich will jetzt dem Joe Vogel nichts unterstellen, aber er zieht schon, finde schon eine kleine Ego-Show. So, ne? Gut, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, behaltet die Nerven und ja, gebt mir gerne ein Signal, wenn ihr mehr von hören wollt. Ich finde es ganz schön, mal was anderes zu machen. Und wenn ihr sonst sich für meine Arbeit interessiert, schaut mal auf liebeschiff.de auch und meine aktuelle Arbeit. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.